Guten Tag, Leute, hier ist wieder euer Peter Gaming und ich bin weiter. UFC und Schaumo. Was ein bisschen kämpfen wir jetzt nehmen? Hui. Das sind jetzt schwere Geowoche. Die sind ein bisschen zu schwer. Hier. Nehmen wir erstmal die Leute, die sind vielleicht ein bisschen stärker. Dass man vergleichbar besser ist, Leute, Mann. Jetzt wird richtig schwer manche kämpfen, finde ich. So, das soll die simulieren wir jetzt immer noch wieder, dass wir da wieder ein bisschen Power haben. Wow, gut, jetzt machen wir noch ein bisschen Clinch-Training, Takedown. Machen wir da noch ein bisschen besser. Und dann machen wir noch normalen Standtraining. Bisschen, machen wir noch ein bisschen, dass die Beine noch besser sind. Machen wir da noch ein bisschen leicht erstmal, dass wir da ein bisschen hinkriegen. Heute will ich, dass du gut, mir innerhalb des Zeitlimits eine Zeit lassen, dass wir auf einer bestimmten Treffer. Ja, genau da müssen die Treffer hin. Ja, genau. Das ist halt immer das Problem. Achte immer auf die Trefferzone. Gut, ah, 400 ist B, da haben wir jetzt gut zum Simulieren. Das ist dann immer gut zum Simulieren. Und dann können wir jetzt noch, da haben wir noch keins, halt, da haben wir gut keine Verletzung, das muss man sagen. Und jetzt kämpfen wir mal los, Leute. Jetzt gibt's mal los, ein bisschen kämpfen wir noch. Jetzt kämpfen wir ein bisschen mal. Mal gucken, wie stark sie ist. Sie hat schon richtig viel, sie ist stärker wie mir, aber man hat ja schon alles gezählt hier in dem Spiel. Wir waren gute Kämpferin, aber es wird schwer gegen sie, Mann. Die Kämpfen werden immer schwerer und das ist halt der Vor- und Nachteil von dieser KI-Verbesserung, dass dann immer wenn stärker nach oben gehst, sozusagen, wirst dann die Gegner immer stärker und du bist halt, musst auch immer stark machen. Aber wir kämpfen uns einfach in die Strohgewichtsklasse nach oben und gucken einfach, was dann so abgeht. Und dann sind wir wirklich die Nummer 1 bald, hoffen wir mal. Die Top 20 sind wir bald, Leute. Wir Top 20 haben wir es fast gepackt, Leute. Wenn wir den Sieg jetzt holen, können wir jetzt eigentlich unter die Top, in der Top richtig, unter die Top 20 sind wir, aber dann können wir jetzt dann 20 und vielleicht dann Top 15 schaffen, das wäre der Traum. Top 10, Top 20 und dann Top 1, die Nummer 1 zu werden. Das wäre der Traum, Leute, wenn wir die Nummer 1 schaffen, die Nummer 1 packen können. Das wäre ein richtig schöner Traum, wenn wir die Nummer 1 werden, aber es ist hier ein langer Kampf und erst kämpfen wir gegen diese Koreanerin, die richtig schwer und hart kämpft wahrscheinlich, Leute, und gut kämpfen kann und gut mehr, alles mehr hat wie mir. Aber ich denke, Leute, wir machen einfach unser Best, so kämpfen wie bei den letzten Kämpfen und dann werden wir schon siegen, Leute, und dann ist es richtig. Und jetzt schauen wir, die ist jünger, ein bisschen jünger. Wir haben alles ein bisschen Vorteil. Zumindest haben wir ein paar Vorteile. Das ist jetzt mal ein Vorteil. Das ist ein Vorteil, Leute. Dass wir jetzt ein paar Vorteile haben. Wir sind jünger. Wir sind ein bisschen jünger, wie sie. Ah, das war ein. Ah, das sind dann die Kicken halt. Und sie steht wieder. Scheiße, das war nicht so gut, Leute. Sorry, Leute. Oh, der Leck-Kick geht ins Leere. Uff, die gerade sitzt. Ah, die weiß, dass die Reichweite Probleme. Schöne Rechte, aber daneben. Die fängt sich einen linken Haken ein.
Assassin kommt in den Over-Under. Cool, gehen wir mal. Versuch mal rauszukommen erstmal. Over-Under, immerhin. Over-Under, oh, ah, Mist. Ist gut. Ah, Mist. Ah, die ist gut. Die ist echt gut. Over. So, gucken wir mal. Oh, ah, Mann, das ist echt. Alter, die ist echt gut, die Kämpferin, aber. Ah, Mist. Alter. Alter, das ist heftig. Oh Mann, da haben wir jetzt richtig Probleme gehabt. Oh, 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 Alter, wir müssen jetzt aufpassen. Wir haben noch lang Zeit, lang Pausen. Wow, eine knallharte Linke. Oh, das ist jetzt ein richtiges Problem, was wir jetzt haben, Leute. Wir haben jetzt richtiges Problem, Leute. Die Zeit ist jetzt rum. Oh, die wollen an. Das sind richtig gute Kicks. Oh Mann. Netter Headkick, aber daneben. Oh Mann, die ist echt gut, Leute. Die muss man echt sagen. Die kämpft richtig gut. Wir müssen ihn top mount und wir müssen sie knockouten, Leute. Und, aber das Problem ist. Oh, starker Reversal. Sauberer Pass in die Full Mount. Sie nimmt den Oberkörper hoch. Schön, die ist echt gut, muss man. Die befreit sich aus der Full Mount, stark gemacht. Ah, das schaut. Ah, und schade. Ein bisschen gute Chance haben wir gehabt, Leute. Aber wir müssen noch ein bisschen verbessern, Leute. Es ist noch. Die sieht gut angeschlagen aus. Wir sehen aber auch gut angeschlagen aus. Weil sie hat uns fast K.O. gebracht und das jetzt helfen, wenn wir sie K.O. bringen. Und jetzt müssen wir sie nur die zweite Runde müssen wir jetzt ein bisschen too small machen, Leute. Nicht nur so angreifen und die ist noch fit wie eine wie ein Poncho. Ist gut fit. Und ein weiterer Headkick. Ah, Mist, die Kicks sind von uns gut, aber ihre Punches sind auch mega. Die Punches sind echt gut gemacht. Ne? So, aufbauen. Ah, Mann, die Takedowns von ihr sind gut. Top Mount, wir müssen sie irgendwie. Ah, oh, Mist. Komm, Top Mount. Ah, oh, Mist. Na gut. Au. So, jetzt müssen wir wieder Backside, dann Top Mount rüber. Wir müssen Top Mount rüber, Top Mount rüber und jetzt. Jetzt. Ah, oh, noch 1, 2, 3. Backflat. Aufrichten und jetzt müssen wir noch mal. Ah, Mann, das steht auf. Ah, schade. Schade, das war jetzt nicht so gut. Das ist jetzt aufgestanden. Aber macht nicht. Macht nicht gut. Ah, Mist, die Punch von ihr. Sind echt mega, Leute. Sind echt mega, muss man schon sagen. Ja, das war eine gewaltige Rechte. Wir müssen ihr Kopf noch ein. Ja, Kick zum Kopf. Na bitte, da kommt wieder der Headkick. Oh Mann, aufpassen. Oh, der Kick ging voll auf die Leber. Oh, der Treffer zeigt Wirkung.
Seite linke. Wir müssen auf uns aufrichten. Und ja, jetzt müssen wir drauf im noch ein. Aufpassen, wir müssen irgendwie auf uns aufrichten. Schöne Bewegungen auf dem Boden. Ja, wir müssen uns aufrichten, Leute, immer aufrichten. Ja, ja, Pass in die Fulga. Oh, Alter, man gerade Glück hat, Leute. Extrem Glück hat, Leute. Wenn Zito jetzt noch gekickt hätte, dann, wenn die Zeit jetzt rum wäre, hätte sie uns ein Submission wahrscheinlich gemacht. Aber das wäre jetzt helfen, wenn man noch ein Submission jetzt passieren hätte. Aber das wird jetzt weiter gekämpft, Leute. Wir müssen jetzt ran, Leute. Rangehen, rangehen und weiter rangehen. Alter, was für ein Move sieht so. Aber jetzt die nächste Runde. Wie wird jetzt spannend, Leute? Das ist die dritte und letzte. Und jetzt, wir müssen die Zeit. Oh Mann, die ist so. Und das ist der Single Leg Takedown. Oh Mist, wir müssen irgendwie raus. Wir müssen. Arsch. Sensationeller Sweep. Oh nee, nein. Das war unser Fehler, Leute. Unser Fehler, in die Takedowns runter zu gehen, Leute. Oh nein. Das war der Fehler, den wir gemacht haben. Hätten wir weiter so gekämpft, Leute. Hätte man vielleicht eine Chance gehabt, aber sie hat uns einfach mit den Punches und mit dem einen Ellbogen alle ausgenockt, Leute, leider. Weil ohne den hätten wir vielleicht noch eine gute Chance gehabt zu gewinnen, aber durch das, was mir jetzt bei uns passiert ist, war nicht so gut. Leider ist es halt jetzt ausgenockt worden. Wir wurden richtig ausgenockt. Oh Mann, ach, das ist jetzt echt schade, Leute. Aber wir können eins sagen, Leute. Wir haben Chancen, uns in die Top 20 sind wir gut drin. Aber für die Top 10 reicht's noch nicht, Leute. Noch nicht ganz. Es reicht noch nicht, aber wir kommen weiter in die Top 10, Leute. Und dann holen wir uns den Sieg, Leute. Und dann wird's richtig losgelegt. Hat jubeln halt, aber als sie jetzt gewonnen hat. Aber wir werden weiter unser Bestes geben, Leute. Und vielleicht haben wir ja gut Punkte wieder gekriegt, die man wieder für Erfahrung alles hoch pushen können. Jetzt verlieren wir halt wieder ein bisschen Popularität und die Karriere wird auch wieder kräftig. Aber unsere Entwicklungspunkte sind gut, das muss man sagen. Und jetzt gehen wir zurück zu unserem Gym und gucken mal, was jetzt noch so abgeht. Das ist jetzt mal richtig spannend, finde ich, was noch in der letzten Zeit so abgeht. Das sind echt schöne Kämpfe, was wir hier machen müssen. Ja, ich kann jetzt auch meine Puppele zuholen. Ja, nicht schlecht. So Leute, jetzt gucken wir mal, welchen Rang wir jetzt kommen. Es sind immer ein bisschen ab. Wir müssen wahrscheinlich ein paar Ränge abgestiegen, so ein paar. Alter, wir waren fast 20. und dann sind wir fast abgestiegen. Oh Mann, das ist schon heftig. Aber wir kämpfen einfach unser Fight. Wir wissen, wir sind gut. Wir machen lieber die. Weil die so, so beides gleich so gut wie mir. So Leute, jetzt müssen wir wieder ein bisschen warten, bis wir wieder kämpfen können, und dann bin ich mal gespannt, Leute, was dann abgeht. Und jetzt können wir loslegen. Jetzt können wir noch ein bisschen loslegen. Training, Training, Training. Training und Training ist immer wichtig. So, natürlich wieder Bodentraining, Übung, und die müssen wir noch ein bisschen besser hinkriegen. Dass wir die Takedowns und so, die ganzen Dinger, Boden unten sind, oh, Takedown verteilt. Das brauche ich auch nur. Oh. Machen wir Simulation von Mittel, dass wir ein bisschen Ausdauer noch ein bisschen hochpushen können. Never, never.
Mach. Du mal hier noch mal simulieren, dass wir die Ausdauer noch ein bisschen nach oben pushen können. So Leute, jetzt kämpfen wir den nächsten Kampf und wollen jetzt endlich wieder nach der Niederlage endlich wieder die Best nach oben kommen. Das ist jetzt mal wichtig erstmal wieder. Oh, Frank Mir kämpft auch mal wieder. Oh, das bin ich mal gespannt, wie der, wenn der fertig ist, wie er dann so kämpft, Alter, oder gewonnen hat. Bin ich mal richtig gespannt, Leute, wie es er so hinkriegt, Leute. Das ist jetzt richtig wichtig. So, das ist jetzt das nächste Fight nach der Niederlage. Wir wollen diesen Niederlage endlich uns rächen und somit wieder unter die Top 20 kommen. Mehr. Sozusagen. Genau, wir wollen den Titel. Ob wir den Titel gewinnen, ist in weiter Ferne. Aber wir wissen, Top 10 sind wir gut. Die Top 10 ist schwer für uns, denke ich, Leute. Wir müssen für die Top 10 noch mehr kämpfen, aber für die Top 20, so Leute, sind wir bereit. So gewinnen wir gute Kämpfe. Genau, aber naja, der nächste Tiefschlag, aber den Tiefschlag müssen wir gleich wieder zu einem Sieg machen. Mit Siege können wir wieder gewinnen, Leute. Siege sind wichtig. Mit dem Sieg können wir uns weiter nach vorne arbeiten und immer nach vorne. Mal gucken, wie gegen ohne Amerikaner wieder. Da haben wir wieder Nachteile. Das Ausdauer gut. Das heißt, naja, die Ausdauer ist wichtig. Oh, wir sind immer noch jünger. Wir haben alles über Vorteile. Das heißt, wir haben Vorteile bei ihr. Das ist jetzt mal das Mindeste, dass wir Vorteile haben. Das heißt, wenn wir. Ah, Helmung kann ich doch gerade nicht schlafen. Komisch. Jetzt müssen wir uns wieder in die Top 20, obere Hälfte von der Top 20 arbeiten. Wieder. So, jetzt wieder ein bisschen rausschnaufe. Die ist nicht schlecht, muss man schon sagen. Ah. Oh, Mist. Stehen erstmal wieder auf, bauen. Wir machen jetzt nur ein bisschen System. Ah, schöne Kicks. Die Kicks laufen, bauen. Die Kicks, die laufen, bauen. Gut ab. Oh, Alter, was war das für Alter, was war das für Alter, das war ja abnormal, Leute. Das. Starker Übergang in die Fulmer. Ja, da. Oh, Alter, boah. Das waren zwei. Oh, wow, was waren das für eine? Was waren das für eine? Alter Schwede, was ist das für eine Kämpferin, Leute? Was ist das für eine Kämpferin? Die ist ja abnormal, Leute, oder, Alter? Zwei Niederlage jetzt schon gekassiert, Alter, hintereinander. Meine, jetzt müssen wir langsam ein bisschen aufpassen, bevor man nicht sau viel Sachen Lebenserfahrung verlieren, sozusagen, dass man länger nicht mehr so lang kämpfen dürfen. Das ist jetzt das große Problem, was wir jetzt haben. Echt schade, Leute. Echt schade. Das ist jetzt. Wow, Mann. Das muss man sich erstmal verkraften, Leute. Die zwei Niederlagen. Die zwei Niederlagen, die muss man echt verkraften, Leute. Oh Mann, ist echt heftig gerade, Leute. Boah, nein, das ist jetzt mal gucken. Boah, Frank Mir verliert, Leute. Oh, schade. Oh Mann, das ist echt nicht. Aber Leute, ich sag mal, tschüss. Die Niederlage müssen wir erst verkraften.
Somit sagt wieder euer Peter Gaming wieder. Tschüss, bis dann und PG, bis dem.